Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Let's Fun Heyday. Und wir schicken hier Tom direkt ab mit der Hummersuppe. Der alte Sack kann mir erstmal wieder aus dem Lidl ein bisschen was holen. Außerdem natürlich Farm Managen, Derby-Aufgaben und was so zu einem Let's Fun dazugehört. Alles rund um Heyday. Komplettes. Das ist wie ein All-in-One-Paket von Heyday. Einmal alles machen bitte. Und dafür am besten so wenig wie möglich verbrauchen. Ich muss noch mal eben kurz gucken. Wir haben ja gerade in der zweiten Diskussion. Da gab es nämlich Stress. Aber das hat sich bestimmt gleich gelegt. Okay. Ja. Okay. Kühe füttern. Steht an. Wie immer. Davon fangen wir immer an. Das Paket werde ich noch nicht öffnen. Ich warte noch darauf, dass die zweite auch noch ein Paket hat. Dann möchte ich 3 Pakete auf einmal öffnen. Das ist eigentlich das einzige Ziel, was ich habe mit dem Paket, das dann noch stehen zu lassen. Ja, wir haben 102 Kuhfutter. Alter, was will ich denn mit 102 Kuhfutter? Dann brauche ich mich auch nicht beschweren, dass ich nicht Platz in der Scheune habe. Das ist... Obwohl ich eigentlich Platz in der Scheune habe, aber ich beschwere mich ja immer. Und es ja, ist ein bisschen ungerechtfertigt, wenn ich sowieso so viel Futter immer farme. Ich bin so wie so ein richtiger Messi. Immer alles verwahren, alles sammeln und nichts verkaufen. Nichts verkaufen. Wenn mich intern aus der Gemeinschaft fragt, hast du das? Okay, kein Problem. Aber so an die Bettler oder an LKW oder so? Nein! Es ist mein Schatz! Den kriegt ihr nicht! Mein Schatz! Und das bei jedem Produkt. Ich weiß gar nicht, wie anstrengend das ist, sich alles zu horten hier. Mega anstrengend. Ja, fragt ihr bestimmt, warum kein Stream kommt. Ganz einfach. Ich bin im Moment krank. Noch bis zum 23. Februar. Deswegen kann ich leider nicht streamen. Videos gehen. Am 24. Das ist dann direkt der Samstag. Also nächsten Samstag. Wird ein Stream kommen. Und der Sonntag wahrscheinlich auch. Auf jeden Fall kommt am Samstag einer. Also am 24. Ob am Sonntag einer kommt, kann ich noch nicht genau sagen. Wir haben übrigens die Flussschiff-Saison. Da müssen wir noch ein Schiff abschicken. Mindestens eins. Minimum. Aber jetzt Questila. Orangensaft habe ich drin, deswegen mache ich das mal blau. Questila und Orangensaft sind von der Seltenheit her ungefähr gleich. Also da würde ich jetzt nicht sagen, hier Orangensaft gibt's, machen sie öfters voll oder Questila machen sie öfters voll. Das ist beides gleich beschissen. Obwohl Questila finde ich noch ein bisschen schlimmer. Wenn man keine 2 Accounts hätte oder noch mehr Accounts, würde ich das sogar noch schlimmer finden. Weil für Questila braucht man einfach fucking Käse. Und Käse braucht man bekanntlich bei Millionen, wenn nicht sogar Milliarden anderen Produkten. Da fällt mir ein Pizza. Da fällt mir ein scharfe Pizza. Da fällt mir ein Pizza Frutti die Scheiße. Da fällt mir ein wie heißen sie? Nachos? Nachos? Nachos. Ja. Auflauf. Käsetorte. Und. Heißt die Nachos? Das muss ich jetzt mal nur kurz nachgucken. Moment. Ja, Nachos. Ah, ich bin super. geil. Da, wenn es irgendwann mal ein Quiz von Heyday gibt, bin ich einfach der Quizmaster. Dann bräuchte ich mir einfach noch der Quizmaster 6000, denn dann geht's ab. Dann werde ich jeden Preis abräumen. Ich mir einfach jeden Scheiß hier merke. Jeden Preis. Alle Produkte. Alles. Wie so ein Staubsauger. Ich sauge einfach alles in mich ein. Und alles, was ich nicht brauche, bleibt drin. Und alles, was ich brauche, wird einfach wieder ausgeschieden. Ja, ich hab's richtig rum. Ich wollte es so sagen. Weil ich behalte mir immer das, was unnütz ist. Unnützes Wissen hoch 1000. Dann kriegst du halt nochmal Mayonnaise, wenn ich keine Sojasauce hab. Das kümmert mich doch kein Kümmel. Da sind die anderen Tiere wieder dran. Die geben mir wenigstens noch mehr Produkte als die Kühe und so. Sie sind mir noch nett zu mir, die Tiere. Aber die Kühe sind ja richtig Geizhälse. Sie geben nur eine Milch und dann war's das. Wenn die mal irgendwie so eine Schaufel droppen, das dauert ja ewig. Ewigkeiten und 3 Jahre. Schlimm.
Muss man mal in den Chat gucken. Warum sind doch schon wieder 25 Nachrichten? Dreh durch! Ich dreh durch, 26. Was denn? Ja, Britta ist aber jetzt schon ein bisschen länger drin schon. Oh, was ist denn hier los? Hä? Ja, sehr gut, habe ich geschrieben. Achso, ja, genau. Ich habe auch irgendwo geschrieben, Madame gibt sich die Ehre. Wo habe ich das denn geschrieben jetzt? Ah, da, oh, Madame gibt sich die Ehre. Da waren wir. Ich werde aufmüpfig. Ich werde... Gute Nacht, Paluten. Hier haben wir übrigens eine Belebenaufgabe. Ich bin immer aufmüpfig, Blümchen, schreibe ich jetzt. Immer. Immer, immer. Immer mit Pressure. Überall durch. Immer mit der harten Hand. Richtiger Diktator hier in meiner Gemeinschaft. Nein. Alles diplomatisch und es ist unsere Gemeinschaft. Ich habe keine Milch. Es ist ein altbekanntes System. Naja, 10 Kekse habe ich nicht. Aber ich kann hier Weizen wieder anpflanzen. Das altbekannte Weizenfarming. Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Ich könnte den mal eben kurz sagen, nicht beleben. Nicht beleben. Mach mal die Bananenbäume hier weg. Muss ich noch schnell sein. Weil die sind heiß begehrt, die beleben Bäume in diesem Derby. Im Freundschaftsderby. So, genau, das brauchen wir noch hier. Okay, Questil, das war gleich voll. So, ich brauche noch 21. Ich habe so viele Belebenbüsche. Weil ich einfach immer alles ernte. Ich habe ja auch 10-mal mehr Büsche als ein Normalo. Ich habe hier Trillionen von Büschen hier rumstehen. Oder sogar ein toter Kirschbaum. Wie kommt der denn noch dazwischen? Es gibt ja zwei sogar. Was? Drei sogar. Boah, jetzt raste ich aber aus. Wie kommen da drei tote Kirschbäume dazwischen? Das kann doch nicht sein. Eine schöne nachhaltige Bewässerung hat nicht funktioniert. Das gibt's doch nicht. Ich teile es mal auf. Erstmal 6, dann gleich noch 5. Hä, war das nicht? Noch 2? Hä, habe ich nur 4 gemacht? Achso, ah, ich habe 5 gemacht, okay. Ja, dann fehlen jetzt noch 6. 6, Wow, auch noch ein toter Himbeerbusch, was? Dachte, hätte ich nachgeguckt. Die Scheiße. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nachgeguckt habe. Okay. Das ist strange. Oh, geht doch, geht doch. Und Passage genau mit 6. Ist doch wunderbar. Wie Arsch auf Eimer. Aufgabe dann. Boah, jetzt ein, zwei Nachrichten. Ich komme gar nicht mit. Help me. Ich werde erschossen von Nachrichten. Punkt habe ich. Habe ich schon die 1000
Bin ich. Da, 1400. Nee, mindestens eine muss ich noch machen, aber ist kein Problem. Jetzt geht man ja auch mehr, aber muss gucken, ob es zeitlich passt. Okay, Sojabohnen auf jeden Fall. Davon brauche ich einige. Immer einige. Sojabohnen ist echt so ein Produkt, wo ich denke, leckt mich, ich will es nicht anpflanzen, aber ich brauche es. Und da muss ich es doch anpflanzen. Feels bad, man. Mein Schiff ist fertig. Damit haben wir das zweite Ereignis geschafft. Hier werden wir nicht auf Maximum spielen, weil, ja. Die Belohnungen, die man dadurch kriegt, sind nicht so berauschend. Deswegen lassen wir dieses Event einfach mal so stehen. Hier machen wir auf jeden Fall Fischpastete und auf jeden Fall Fischburger oder Fischpommes, wenn ich Brot habe. Okay, Brot habe ich nicht. Aber die kann man machen, das ist ja kein Problem. Hier Brot. Jetzt aber trotzdem hier erst nochmal viermal Fischpommes anpflanzen. Anpflanzen. Ich bin schon voll. Weiß auch nicht. So ein Mix aus allem. Aus jedem Farmspiel bin ich so ein Mix jetzt mittlerweile raus. Wenn ich irgendwie. Ich vertausche alle Wörter. Einfach alle Wörter. Anything und everything. Ja, mal schön in der Meetup sahen hier. Jetzt habe ich kein Dreier geschafft. Ah, da ist er. Das habe ich schon trainiert. Leute, das habe ich trainiert. Ist gar nicht so einfach, wie es aussieht, einen Dreier zu schaffen. Gibt nicht so tolle Aufgaben. Das kann man ändern. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Obwohl, Berntort ist eigentlich ganz nice. Könnte ich vielleicht sogar noch machen, oder? Wie sieht's aus hier? Ah, nee, noch nicht. Noch nicht. Ist ehrlich, ich glaube, ich schmeiß eine davon weg, weil die ist sowieso hierbei. Können eigentlich auch. Komm, ich mach beide weg. Weil die sind sowieso hier drin. Was brauche ich? Was brauche ich? Ich brauche immer noch Brot. Okay, da müssen wir eindeutig auf Brot warten. Sonst kommen wir nicht über die Runden. Was? Marika, Marika, Marika. Ist positiv, will es mir zeigen. Ist positiv, will es mir zeigen. Das ist scheiße, wenn man keine Sahne hat. Kein Honig. Einfach nix. Einfach nix. Aber Sahne kommt ja. Sahne! Produzier dich schneller! Sonst gibt's einen. Nein. Wir müssen mit der Molkerei ja gut umgehen. Schließlich brauchen wir noch 10 Jahre oder noch länger. Wer weiß, wie lange die Molkerei hier noch rumgammelt. Soll alles nachhaltig benutzt werden hinterher? Weiß ja auch nicht. Hinterher ist sie kaputt oder kann ich gar nichts mehr machen? Stell dir das mal vor. Wäre noch schlimmer. Meinst du mich, Robin? Ja. Dich. Genau dich. Ich habe ja letztes Mal auch eine Aufgabe verkackt. Das passiert halt. Also ab und zu passiert das einfach mal, ne, wenn man eine Aufgabe verkackt. Deswegen ist das Derby ja auch 2,5 und nicht 3000.
Das passiert halt einfach mal, dass man meine Aufgabe verkackt. Also mir ist zwar jetzt zum ersten Mal passiert, aber mir passiert es auch. Also ist halt so, ist halt so, ist halt so. Richtig in Partylaune, Mensch. Richtig in Partylaune. Ja, wird sie direkt wieder auf die Schulter gebunden. Ich hatte es doch schon verdrängt und jetzt. Wie ein Stich ins Herz. Es tut so weh. Es tut so weh. Es tut so weh, Hongi. Es tut so weh. Ich kann es doch nicht verkraften. Ein armes, altes Herz. Es muss doch schon so viel leiden darunter, dass ich die Maisaufgabe verknackt habe. Und jetzt sticht sie noch rein. Also genauso wie. Wie ist das? Was für ein Vergleich fällt mir jetzt ein? Genauso wie wenn man Rollstuhlfahrer. Okay, Rollstuhlfahrer nehme ich jetzt nicht als Beispiel. Nein, da fällt mir nichts ein. Rollstuhlfahrer nehme ich lieber jetzt nicht als Beispiel. Ich weiß kein Beispiel. Mir fällt nichts ein. Warum steht da mal eine 1 und jetzt hat keiner ein? Was ist das für eine Kacke? Hallo, steht eine 1 bei euch? Chillt mal. Was? Steht aber eine 1. Mich verarschen. Hol ich mal halt die Gammelleute von Jess. Muss ich mir halt die Stinker holen. Autsch. Tut so weh. Okay, Kurbart. Kurbart. Kurbart immer noch. Jetzt haben wir da schon drei Leute drin. Hier auf dem PC hat sie jetzt immer noch nicht geupdatet, wie man sehen kann. Ich muss immer noch nach unten tätig gehen, aber ich denke mal, das wird bald geupdatet. Vielleicht müsste die App einfach nur neu installieren, damit es gehen, aber. Da bin ich zu faul für. Zu faul. Mir fällt kein Vergleich ein. Mir fällt kein Vergleich ein. Pension. 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 Jetzt habe ich tausendmal Pension gesagt und die kommen alle in den Souvenirladen. Da ist Pension. So muss das sein. Aber für Souvenirladen habe ich auch einige. Menschenskinder. Pension. Pension. Pension müsste ich jetzt 5 haben, glaube ich. Oh ne, 6. Ach, den einen hat schon bedient. Ja, stimmt. Stimmt. Aber Honigtoast habe ich nicht. Kissen habe ich auch nicht. What? Ich habe keine Kissen mehr. Nein! Wir müssen alle auf dem trockenen, nackten Boden pennen. Es geht doch nicht. Wie kann ich nur? Unbedingt, Tom, du musst mir das nächste Mal Kissen holen. Es ist essentiell wichtig für deine und meine Existenz. Sonst werden mir die Besucher den Kopf abreißen. Okay, ich muss noch irgendwo einen zur Kurbat schicken. Hast du mir das auch voll? What? Ja, okay, jetzt nicht mehr. Hat sie erledigt, hat sie erledigt. Hat sich tausendmal erledigt. Souvenirladen, leck mich. Den schicken wir jetzt ins Kino. Kobalt möchte ich einen anderen schicken. Erstmal ins Lebensmittelgeschäft. Den schicken wir erstmal schön ins Strandcafé. Guck mal kurz, ob Bayern geschrieben hat.
Du und dein Frauenbonus. Für alle, die das Video, das Together-Video mit mir und Bayern nicht gesehen haben, kann ich nur empfehlen, guckt euch das an. Ist unter Livestreams, da müsst ihr ein bisschen gucken nach Together. Also unter der Hey, der Livestream-Playlist. Unter Together, also steht im Titel ganz am Anfang, Together. Müsst ihr mal gucken. Ich kann das Video aber auch in der Videobeschreibung verlinken. Werde ich auch, wenn ich es nicht vergesse. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Also guckt ruhig mal in der Videobeschreibung nach. Da müsste der Link zu diesem Video stehen. Und am Ende des Parts werde ich den dann auch mal verlinken. Haben sogar ein Clash Royale Together Stream auch gemacht. Ich kann ja mal beide verlinken. In Ehre an Bayern. Gute Co-Leiterin, wenn sie mal on ist. Richtiger Diss. Richtiger Diss. Nein. Alles gut. Okay, 4 Oliven, 6 Brote. Der Clip ist einfach zu geil. Ich glaube, Hongi weiß das. Ich muss den Clip jetzt nochmal einblenden. Der Clip ist einfach zu geil. Was? Schon wieder Weizen? Der Clip ist einfach zu geil. Leute, der Clip ist einfach zu geil. Müsst ihr mir auch mal zugeben. Als ich das Video bearbeitet habe und ich habe den Clip gesehen, ich musste den einfach nehmen. Ich werde jetzt auch mehrere ältere Videos durchgucken und mir ein paar Clips daraus schneiden, wo ich einfach mal coole Reaktionen hatte, die vielleicht nicht alle gesehen haben, weil es sind ja nicht alle von Anfang an dabei. Und vor allem nicht bei meinen Let's Plays, die vor Heyday, also bevor ich Heyday gestartet habe, habe ich auch noch zwei, drei Let's Plays gemacht, welche jetzt auch immer noch nebenbei laufen. Zum Beispiel im Moment läuft Stardew Valley, wo ihr unbedingt Part 4 sehen müsst. Ihr müsst unbedingt Part 4 sehen. Ich habe mich einfach so doof angestellt. Die anderen Parts müsst ihr natürlich auch sehen. Aber in Part 4 habe ich mich einfach mal so richtig doof angestellt. Ich habe mir das, glaube ich, schon dreimal angeguckt und dachte mir, Alter, bist du eigentlich komplett brain dead oder komplett brain AFK? Das Licht da. Aber ich möchte jetzt auch nicht zu viel spoilern, also. Ich weiß auch nicht, ihr müsst euch das angucken. Olivenbaum, dankeschön. Olivenbaum, mach mir Platz. Ja, ich bin bis zum 23. leider krank geschrieben. Ja, aber es kommen ja Videos. Wenn ich hier schreibe, morgen kommt ein Video, das ist heute. Ich schreibe ihr noch nicht, dass sie live dabei ist, weil ich denke mal, sie freut sich viel mehr, wenn sie sehen wird, dass sie mich erstmal im Video direkt so richtig hart beleidigt hat. Ja, nein, nicht beleidigt, ne? Richtig tief in die Wunde gestochen hat mit der Maisaufgabe. Das schmerzt so. Ich hoffe mal auf ihre Reaktion gespannt. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Was ist sie hier? Hat sie auch nochmal, ja. Ist keine Ausrede. Das ist Fakt. Das ist Fakt. Eindeutig Fakt. Noch eine Belebenaufgabe. Yay. Nicht beleben, Plissel. Hat Sanja immer gesagt, Plissel. Weiß nicht, wusste, was das hieß am Anfang. Plissel. Das war immer lustig. Plissel? Ja, wir haben manchmal die Nachrichten vorgelesen und, ja. Ziemlich lustig. Ziemlich lustig. So. Zwei, drei, vier, fünf.
Boah, hier ist ja richtige Beerdigung, ey. 7, 8, 9, 10. Beerdigung von Bäumen. Beerdigung von Bäumen. Help me, please. Okay, wo bin ich jetzt? Bei 19. Okay, 6 noch. Die haben wir auch noch. Leute, die haben wir auch noch. Die stehen da alle noch neben rum. Hehe. Was soll ich lieber Honigbüsche machen? Nein, machen wir nicht. Wir machen erstmal die hier. Weil die da im Weg stehen. Einfach weil die da im Weg stehen. Sollten wir angewöhnen, vielleicht von hinten anfangen zu ernten. Weil wenn vorne die Büsche sind, dann trifft man die manchmal nicht. Also dann später, wenn die wieder ausgewachsen sind. Ich weiß ja nicht, wie lange die noch rumstehen werden. Die armen Bäume. Nice. Und weg damit, weg damit, weg damit. Können wir in der zweiten gucken, was da so für Aufgaben drin sind. Scheiße. Eindeutig Kaka. Ich schreib mal Hi. Hi. Eindeutig. Eindeutig. Erst nach meiner Ausbildung. Weil ich muss mich jetzt. Meine Ausbildung ist im Juni zu Ende. Danach kann ich auf jeden Fall einen 12-Stunden- oder 24-Stunden-Stream starten. Aber im Moment muss ich halt viel lernen. Deswegen geht das leider nicht vorher. Deswegen kann ich kein 12- oder 24-Stunden-Stream machen, weil, wie gesagt, ich muss wirklich viel lernen. Ich muss 3 Jahre in der Prüfung können. Also 3 Jahre Stoff. Also ungefähr wie beim Abi. Ja, und das ist einiges. Was ich im Moment lernen muss. Also im April habe ich die Prüfung, aber im Juni habe ich dann nochmal so eine andere Prüfung. Deswegen kann ich. Ich weiß es nicht. Mit Peter mal anschreiben. Mr. Peter. Richtiger Berliner. Bin und bleibe Sauerländer. Sauerländer forever. Ah, ich wollte spenden. Mann, wer hat mir da die Spende geklaut? Ich raste aus. Ich krieg mit einem Derby-Rückblick auf den Sack von mir selber. Na, wie geht's? Ist erstmal ein Gemeinschaftsunterhaltung hier. Machthaber. Macht aber auch nicht beim Derby mit. Ich bin ja sehr oft online. Das. Einmal im Monat muss er ja. Hat er bisher auch immer gemacht. Das muss man ihm erlassen. Das hat er sonst immer gemacht. Ich brauche immer noch 2 Brote. Gib mir jetzt einfach mit diesem hier rüber. Sowieso noch 1000 Brote von der einen Aufgabe. Der macht das an. 30 Kummerschwänze. Das nicht toll? Ist das nicht toll? 30 Stück. Ich bin jetzt immer fleißig am Ernten. Könnte ich jetzt auch wieder machen. Ich glaube, die sind wieder fertig. Die Hummerdinger, oder? Müssten eigentlich. Joa, die sind wieder fertig. 36. Woo! Juhu. Wenn ich jetzt schreibe, ist eh gerade Aufnahme. Ich glaube, da muss ich weitere Farben bewerten. Es
Deswegen schreibe ich einfach nur, okay, Happy Farm mache ich. Vielleicht laufe ich dann weniger Gefahr, noch weitere Farmen zu bewerten. Ich glaube, sonst wird es ein ganz schön langer Part, wenn ich jetzt hier schreibe, ich bin gerade am Aufnehmen. Wird kritisch. Strategisch ist das vielleicht klug. Eventuell. Man weiß es nicht. Blumen kann man auch essen. Ja, mal hat man Pech. Wir haben sowieso voll auf Pech mit in der ersten. Mit den Aufgaben. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht muss man das mit dem Löschen noch ein bisschen anders machen. Kann vielleicht sein. Aber wenn man zu weit oben löscht, dann sind es zu wenig Aufgaben. Auch für die, wenn richtig viele mitmachen. Das sind einfach 9 Aufgaben, sind einfach zu wenig an der Tafel. Da müssten eigentlich mehr hängen. Macht's aber bisher ganz gut. Die Hongi. Um 11 Uhr. Boah, bin ich noch gar nicht wach. Ich dann schon von den Toten auferstanden bin. Toten, ja. Ich dann schon von den Toten auferstanden bin. So, Happy Farm. Gucken wir uns mal deine Farm an. Live hier im Let's Fun Video. Brauchst sogar Hilfe. 16 Brote, okay, die habe ich nicht. Einfach grün machen, Inserate rein, ins Vollgemacht. Okay. Guck mal kurz, was hier geschrieben wurde. Es war mir eine Ehre. Markt Morsel. Ja, 11 Uhr morgens, ey. Am Sonntag. Das wird schwer. Also ich versuche da zu sein, aber ich kann es nicht versprechen. Vielleicht mache ich einfach die Nacht durch. Das ist nämlich näher dran, als wenn ich schlafen würde. Ich glaube, das ist wirklich näher dran. Wenn ich die Nacht durchmache, bin ich wahrscheinlich näher an 11 Uhr dran, als wenn ich schlafen würde. Macht zwar überhaupt keinen Sinn, aber es ist so. Richtig komisch. Bin ich mal gespannt, ob ich schaffe. Ja, Farm bewerten hier, Happy Farm. Ne, hab eigentlich genug davon. Aber wenn du es nicht brauchst. Nicht. Nehme ich es gerne. So. Happy Farm. Deine Farm. Erstmal, alle Tiere sind fast tot. Außer die Hühner, die leben noch. Hast du vielleicht ein Hühner? Eine Hühnervorliebe? Kann vielleicht sein. Auf jeden Fall. Ja. Füttern ist angesagt. Happy Farm. Füttern ist angesagt. Das würde Happy Tree auch sagen. Dann kannst du dich deine Tiere verhungern lassen. Dein Katzen ist auch gefüttert. Und dein Hund, der irgendwie nirgendwo zu sehen ist. Wo ist der? Das ist die Döle. Da rennt er rum. Da rennt er rum. Ich habe keine Hass gegen Hunde. Ich habe selbst 2 Hunde. Also ich bin auch im Tierschutzverein, also ich darf die Töle nennen. Das mache ich immer nur so aus Spaß. Das ist für mich auch keine Beleidigung. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich genug Platz habe. Happy Farm, ich komme gar nicht dazu, deine Farm zu bewerten. Was tust du mit mir? Kommt da wohl noch was? Okay, kommt wahrscheinlich nichts mehr. Dankeschön, Happy Farm, für die Fischfilets. Danke für die Almosen. Nein, danke für die Fischfilets. Okay, die Gebäude schön auf einer Ecke, also übersichtlich, ist auf jeden Fall leichter dann zu managen. Erweitert hast du wenig, also 1-2 Felder. Ja, das mit der Mauer, das finde ich immer kacke. Also man sollte wirklich immer einheitliche Mauern nehmen. Ich kann euch 3 Gründe sagen. Der erste Grund
ist, die gehen nicht zusammen. Die gehen einfach nicht zu. Das sieht einfach immer richtig scheiße aus. Der zweite Grund ist, die sind nicht gleich hoch. Warum nicht? Warum ist das wichtig, dass sie nicht gleich hoch sind? Weil gleich hohe Mauern, gleich hohe Zäune, ja, ich weiß nicht, das sieht einfach ordentlich aus. Wenn man, ich weiß nicht, wie kann ich das beschreiben? Es sieht einfach ordentlich aus, wenn die gleich hoch sind. Also, wenn, es gibt einen Unterschied dahin, ob das unterschiedliche Mauern sind. Also komplett unterschiedlich oder ob die nur unterschiedlich sind und nicht gleich hoch. Also zum Beispiel die braunen und die goldenen Mauern. Wenn man die jetzt gegenüberstellt, sieht das nicht so scheiße aus. Aber wenn man die aneinander stellt, sieht es auch wieder scheiße aus, weil die nicht zusammengehen. Der dritte Grund ist einfach, wer Geld spart, der weiß, der hat in der Deko nicht alles richtig gemacht. Natürlich macht man das, um Geld zu sparen. Aber andersrum würde ich auch in Level 31 vielleicht noch nicht anfangen mit Dekorieren. Ist jetzt kein Hate oder so. Haben ja viele. Ich wollte einfach nur mal erklären, warum ich das immer nicht so gut finde, wenn jetzt unterschiedliche Mauern da sind. Deswegen, also die drei Gründe sind das. Einmal, es sieht billig aus. Zweitens, sieht blöd aus, wenn die, es sieht unordentlich aus, wenn die nicht gleich hoch sind. Und drittens, es ist immer eine Lücke da drin. Ja, und das zieht sich halt hier durch. Der Weg ist gut soweit, also schön mit dem Schiff verbunden. Kann man den Weg da durchziehen? Bestimmt nicht, oder? Ich glaube nicht. Ich würde den Bergbau auch noch damit verbinden. Ansonsten, ja, hier unten. Ich würde es erstmal so lassen. Ja, die toten Bäume sind natürlich, Büsche sehen natürlich kacke aus. Das hier würde ich auch entweder nur Büsche oder nur Bäume hinstellen. Wie gesagt, immer schön einheitlich machen, damit es auch richtig schön aussieht. Wenn man immer sowas Komisches dazwischen hat, kreuz und quer, sieht dann immer ein bisschen, ja, weiß nicht, kann man nicht aus. Ja. Ich habe vier Freundschaftsanfragen. Zum Annehmen hier. Ja. Alles in allem gebe ich dir eine für Level 31. Also die schlechteste Punktzahl ist bei mir mal 5. Und die beste ist eine 10. Eine schwache 5 ist die schlechteste. Und eine 10 ist die beste. Also bei 10 gibt es nicht gut oder schlecht, bei 10 gibt es einfach 10. Man muss auch mal das Level mit einbeziehen. Level 31. Dafür hat es ja schon viel Deko stehen. Es hat nur noch nicht so richtig geordnet. Also ich gebe dir eine schwache 7, Happy Farm. Hi, der Gartenspaten, ne, ist er wieder. Bin schon fit, aber nicht gesund. Genau, genau so sieht's aus. Fit, aber nicht gesund. Oh, 14 Nachrichten. What? Okay, hab nichts verpasst. Nix verpasst. Oh, 10 Hummerschwänze. Die kriegst du niemals. 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 Ich könnte die Fütteraufgabe machen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, die mache ich auch. Oder? Mach mal die. Mach mal die. Sollen wir die Fütteraufgabe machen? Also, jetzt hier im Video nicht mehr, aber ich werde es schon mal anfangen, glaube ich. Komm, die machen wir. Hauen wir rein. Hauen wir rein, hauen wir rein. Ich habe echt kaum noch Schaffutter, ey. Weil ich habe jetzt auch mit meiner zweiten und der Gelee-Bohnen-Farm die Fütteraufgaben gemacht und ich habe echt kaum noch Schaffutter. Irgendwer noch Hühnerfutter hier von denen oder Ziegenfutter? So, ich suche jetzt Futter. Schaffutter hat der, das bringt mir nicht viel weiter. Okay, der hat kein Futter. Hat der noch Futter? Ah, er hat Ziegenfutter, das ist gut. Na, Hühnerfutter hat er hat drei noch hier liegen, aber. Ach komm, die gebe ich ihm einfach. Scheiß drauf. Scheiß drauf! Malle ist nur einmal im Jahr. Ole, ole. Und Schalala.
Nein, verklickt. Scheiße. Scheiße. Sorry, sind wir gerade nicht da. Ja, das stimmt. Die war nicht da. AFK. Away from Keyboard. Obwohl, eigentlich away from Handy. AF. Entweder AFS oder AFH. Away from Handy, away from Smartphone. Super, 18 Stück haben wir schon. Nice. Hühnerfutter ist gleich auch fertig. Mega. Jemand, ach, Baumwolle. Nein. Denitiv. Denitiv nat. Mehr Brot. Jetzt können wir in die Stadt gehen. Und da haben wir alles gemacht. Yay. Lanyo. Kurbat. 10 Äpfel. Und die Brote. Und die Oliven natürlich. Nicht zu vergessen, die Oliven natürlich. Wie konnte ich die denn nur vergessen? Eine Spitzhacke. Oh yeah. Oh yeah. Was gibt's hier? Speck. Oh man, Speck. Speckerino. Und oh, Kautensaft. Nice. Was gibt's hier? Schönes, schönes, schönes. Äpfel. Äpfel. Ja. Äpfel und Indigo. Auch nice. Werde ich direkt mal weitergeben. Keine Tomaten. Äpfel. Äpfel, sagte er und sprach, nimm sie und iss. Das tue ich. Oh, die Eier nicht. Ach, egal. Nehmen wir uns die Eier auch mit. Sind nur im Weg. Hey, let's. Hey, let's, hey, let's, hey, let's. Bekomme Medikamente. Ah, nee. Also, ja, ich hab so ein... Ja, ich möchte es nicht sagen. Also, Medikamente sind es jetzt nicht. Also, ist eher sowas anderes. Es wird, schreibe ich einfach. Gute Besserung, Hongi. Hongi, Hongi, Hongi. Was ist das für ein komisches Lied? Oleg ist mein Arbeitskollege. Warum kommt denn ein Lied vor? Strange. Blumenkrone. Hier wollte ich eventuell Bärentorten machen. Ist, hallo, ich möchte doch gucken, ob ich das hab hier. Sahnetorten könnt ihr auch machen. Machen wir Sahnetorte. Ich mach sowieso die Brombeer-Dings-Aufgabe nicht. Das habe ich für eine Box bestellt. Meistens immer Pizza Calzone. Ich weiß, ich meine bestimmt das Paket, das da steht. Aber meistens bestelle ich, wenn dann eine Pizza Calzone. Wie gesagt, ansonsten bestelle ich meistens mal Pizza Calzone, also. Das wäre auch richtig gewesen, bestimmt. Je nachdem, wie sie gefragt hat. Oh, mehr Brote. Mehr Brote. Mehr Brote. Mehr Brote, mehr Brote. Oh, Zucker. Butterpopcorn, what? Jetzt stauben wir einfach mal alles ab aus dem Laden. Richtige Süchtlinge vom Kaufen. Hier gibt's auch nur Schrott drin, nur Eier. In den scheiß Futteraufgaben. Oh, 10 Zucker krieg ich, die ich eben gespendet habe. Nice. Das ist fair. Das nenne ich fair. Kurz antworten hier, klar, Moment. Geht's was weiter? Kurz antworten. Ja, weiter geht's.
Chat? Chat? Braunzucker. Braunzucker habe ich auch, aber den brauche ich jetzt noch für meine erste Farm. Hä? Ja, ich warte noch, bis meine zweite Paket hat. Da fehlen nur noch drei Gutscheine. Am besten mache ich da mal eben kurz die drei beleben. Damit er halt die drei Gutscheine kriegt. Dann kann ich die dann im nächsten Video auf jeden Fall zeigen. Dreimal 30er Paket. Okay, das war's schon. Das war's schon. Kaffeebohnen. Dein Ernst? Dein Ernst? Oh, Weizen. Was? Schon wieder Weizen. Nein. Was? Schon wieder Weizen? Da musste der Clip einfach wieder kommen. Gleichzeitig öffnen. Schon wieder Weizen. Nee. Ich suche auf jeden Fall noch ein paar weitere Clips raus. Also wird auf jeden Fall nicht bei dem einen bleiben. Ich weiß, ich habe da irgendwie gerade im Moment Spaß dran gefunden. Solche Clips. Das ist einfach lustig. Das passt dann manchmal voll gut oft rein. Wenn man dann so eine Szene hat. Das muss einfach rein. Das muss einfach rein. Ja, wir können noch eine Runde shoppen hier. Kirsche! Kirschen! Ah, Mann, oh. Speck, bitte! Ah, Speck! Dankeschön! Aber jetzt haben wir immer noch keine Milch. So traurig. Aber ich kriege Milch ja durch die Fütterungsaufgabe jetzt. Das klärt sich aber. Ja, Beleben brauche ich noch für meine dritte Farm. Deswegen kann ich Hongi leider noch nichts geben. Aber wie viel brauchst du denn? Holzschindel! Ah, nein! Das war wieder dieser kleine Shop. Da waren immer diese kleinen Piss-Shops. Wo einfach das ein bisschen verändert ist. Leute, wenn das der große gewesen wäre, hätte ich es locker gekriegt. Ich habe hier hingeklickt. Hier hin. Achso, ihr seht das nicht. Direkt links neben Holzschindel. Scheiße. Hä? Schaffst du locker noch? Ich schaff da locker noch, ey. Hier gibt 400 Punkte. Da brauche ich nur zwei Aufgaben machen. Morgen ganzen Tag. Und Sonntag noch bis 12. 24 sollte ich schreiben, sonst gibt es Missverständnisse? Hallo Mutter von Antonia? Hä? Mutter von Antonia? Hab ich was verpasst? Ach so, ah, ich habe letzte Nachricht gar nicht gelesen. Okay. Da bin ich jetzt ein bisschen sprachlos. Das hat mich jetzt ein bisschen umgehauen. Ein bisschen überraschend. Ja. Richtiger Schnellchecker. Oh, danke schön für die Spende. Was ging schnell? Ja, Yannick ist wieder undercover unterwegs. Ah, ich dachte, es wäre Butterpopcorn gewesen, aber war es leider nicht. Nein. Nein. Helferaufgabe.
Wollte nö. So, war schon wieder der kleine Shop. Boah, wenn ich das nicht gekriegt hätte, ne? Dann hätte ich es nicht gekriegt. Das wäre schlimm gewesen. Ich muss mal hier Ärzte machen. Kein Platz mehr im Kabuff. Ich glaube, die Eisenerze, die verkaufe ich jetzt mal an meinem ersten Ack. Dann kann der nämlich seine scheiß rustikalen Sträuße da machen. Was ist denn der Scheiß? Hä? Da. Komm, kannst du haben. Nein, nicht Anina. Mir geht's Indigo aus. Mir geht's Indigo aus. Das ist mal nicht lustig. Sie war voll nett. Hat doch nur geschrieben, hallo, hier ist die Mutter von Antonia. Peinlich, Letz. Ist dann natürlich nur Scherz. Oh, ich feiere gerade so die Musik irgendwie. Lias Farm. Ich weiß nicht, irgendwer wollte mir noch eine Anfrage schicken. Das war aber nicht Lias Farm. Lias Farm ist, glaube ich, irgendein Internet. Ah, Klebeband. Ja! So kauft man. So kauft man Sachen ein. Crap. Speck, Speck. Dankeschön. Dankeschön. Ja, heißt sie Hongi. Soll ich das mal hier im Chat lesen? Ja, Five Guys sollte das schaffen. Also wenn nicht, dann muss ich ihm gleich noch helfen. Ich warte jetzt noch ein bisschen. Netzwerk können wir noch ein bisschen shoppen. Boah, der Paket schon 51 Minuten, Alter. Das hat jetzt ihre Mutter in Schuld. Ja, der Vorname ist ja nicht so schlimm, also. Man weiß ja eigentlich jetzt nur noch, dass Letz heißt und dass Antonia heißt. Mehr weiß man ja eigentlich gar nicht. Und noch das ungefähre Alter. Also damit kann man nicht viel anfangen, um ihn einzufinden oder so. Damit kann man wirklich nicht viel anfangen. Aber wie sieht's aus hier? Hä, will die nicht beleben? Eben kurz antworten hier. Okay, warum hilft der nicht? Achso, er hat noch 16 Brot. Achso, gar keine Büsche mehr. Schattenspiel? Hat er auch noch ein Schiff hier? Ah, heiße Schokolade. Happy Farm ist in der 4. Klasse, cool. Ach, ich wollte nicht schreiben, bin. Ja, wenn noch so maximal 8, 9 fehlen, dann gebe ich es ihm. Okay, Mais ist gleich fertig. Wir können aber nochmal eine Kaufrunde starten. Mega, 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 mega. Aber irgendwas mit Erz, Kohle. Brauche ich das? Weiß es nicht. Ja, brauchen wir alles. Einfach alles shoppen. Einfach alles. Haben, 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 haben. Okay, Kingsfall brauchen wir nicht. Oh, Federtörtchen, die brauchen wir aber.
Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Niau, 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 niau. Was war da? Oh, Nägel. Was? Hab ich gar nicht gesehen. Ah, oh, Mist. Ja, trotzdem noch schnell da, obwohl ich es übersehen hatte. Ja, Five Guys scheint nicht zu schreiben. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen. Ja, warum habe ich da nicht gedreht? Gitarre. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Denkt dran, das Together von mir, Bayern, ist jetzt in der Videobeschreibung und wird jetzt hier rechts und links angezeigt. Einmal das Clash Royale Video und einmal das A-Day Together. Ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wieder ein längerer Part, aber dafür gibt es ja auch keinen Stream. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, was morgen sein wird, oder im Stardew Valley Let's Play, oder im Schachvideo, oder in einem anderen Let's Play, falls ihr das Video viel später guckt. Dankeschön fürs Zusehen, haut rein und ciao.